Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kunstkrempel- und Zeichen-Channel Kritzelpixel. Heute mit dem awesome Sennelier Aquarell Hall. Mit ein bisschen Farbenlehre und Mission für Anfänger. Mission Impossible? Ha, definitiv nein. Nach diesem Video seid ihr bestens vorbereitet, jede noch so schwierige Farbsituation zu meistern. Aber bevor wir jetzt darauf näher eingehen, gibt es erstmal das Unboxing bzw. den Haul zu meinem letzten Einkauf. Denn ja, diese Farben hatte ich mir ja eigentlich nur zum Testen zugelegt und jetzt habe ich plötzlich viel mehr. Wo kommen die denn her? Und oh, habe ich auch etwa noch mehr Pinsel und eine neue Palette und was ist das denn alles Neues? Ja, das seht ihr jetzt dann gleich. Ja, das Paket ist ein bisschen groß. Cool, ich habe Papier bekommen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Juhu! Ach, Scheiße. Ach, Kleber. Passt wie Nintendo Labo. Nur robuster. Robuster! Moment, das war ein Yokai. Verdammt, ich bin so ein Nerd. Papier! Ah! Papier! Papier? Ah! Art Supplies. Oh, und da ich schon mal dabei war, habe ich mir auch eine neue Mappe gegönnt, damit meine Bilder auch mal an einem sicheren Ort verstaut werden. Lasst euch nicht täuschen, da steht zwar Daniel Smith drauf, aber Sennelier ist drin. Und da habe ich mir diverse essentielle und nicht so essentielle Farben geleistet. Unter anderem habe ich mir dort auch ein Cyan, ein Gelb und ein Magenta geholt, die nicht in den Bereich Primärfarben fallen. Und ich habe mir die Primärfarben, die sind nicht in dem Paket, die sind in einem anderen Paket, davon ebenfalls noch besorgt, um euch einfach die Unterschiede zu zeigen und dass Magenta nicht gleich Magenta ist. Aber wenn ich halt schon mal Art Supplies bestelle, dann, kann ich auch noch mehr bestellen. Und was ich auch dringend brauche, ist dann natürlich ein Kasten, um die Feuchtfarben einzufüllen. Und dann brauche ich natürlich entsprechend auch die kleinen Aquarellnäpfchen, beziehungsweise die großen Aquarellnäpfchen. Ich habe insgesamt 12 Farben, ich habe 12 Näpfchen und in den Kasten passen 12 Farben. Also, Randa. Und ja, da waren Pinsel im Sonderangebot. Gute Aquarellpinsel. Ja, zumindest vom Preis-Leistungs-Verhältnis und den Bewertungen entsprechend gut. Ich hoffe es, sie sehen sehr vielversprechend aus. Und der Unterschied zu den günstigen Nappelpinseln, die ich normalerweise nutze, ist schon brutal. Wie konnte vorher jeder mit arbeiten? Wobei ich ja sagen muss, meine 1-Euro-Pinsel aus dem Dekoladen, dem dänischen Dekoladen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, die sind auch ziemlich geil. Und mal gucken, wie die sich so im Vergleich schlagen. Ja? Aber um sie vergleichen zu können, müssen wir erstmal malen. Und um malen zu können, müssen wir die Tubenfarben erstmal einfüllen und ein bisschen antrocknen lassen. Und das wird sicherlich eine Woche dauern. Ich freue mich schon darauf, dass ich auf das wirkliche Testen meiner Farben warten muss. Das ist bei Kritzelpixel-Videos teilweise am schlimmsten. Dann auch Aquarellbilder nehme ich in Teilstücken auf. Die müssen ja auch trocknen und manchmal muss man eine Stunde warten. Das bedeutet, das entsteht über mehrere Tage. Und ja, auch hiernach war ich etwas frustriert, weil ich wusste, dass ich erstmal Geduld haben muss. Erstens, bis die nächste Lieferung kommt mit den Primärfarben, da ich euch die ja präsentieren wollte und die halt hier noch fehlen. Und weil ich warten muss, bis alles angetrocknet ist. Und naja, ich habe alles eingefüllt. Und tatsächlich, nachdem dann auch alles einigermaßen angetrocknet war, ein paar Tage später kam das nächste Paket mit der mit dem zweiten Teil der Bestellung. Und da waren sie, meine Primärfarben-Näpfchen. Oh, und nebenbei bemerkt, eine neue Keramikpalette mit viel Mischfläche, was ich wirklich brauche. Ich punche so in Farben herum, dass meine kleine Blütenpalette nicht wirklich ausgereicht hat. Ja, und da haben wir sie jetzt. Das sind die Primärpigmente der Firma Sennelier. Diese Informationen findet man immer auf den Webseiten. Da steht dann genau, unter welcher Farbnummer und mit welchen Pigmenten
die entsprechenden Primär-Aquarellfarben in der Firma hergestellt sind, dann hat man da auch eine bessere Übersicht und weiß, was man bekommt. Denn die sind essentiell wichtig zum Malen mit Aquarell. Und warum das Ganze so ist und wieso die so essentiell wichtig sind, erkläre ich euch jetzt. Bilder wie diese und Übungen wie diese sollten euch bekannt vorkommen aus dem Kunstunterricht. Spätestens 9. Klasse in etwa? Nein? Na gut, das überspringen Kunstlehrer aus unerfindlichen Gründen auch manchmal. Und manchmal nimmt man auch gar nicht so bewusst wahr, was einem dort erklärt wird. Und zwar geht es beim traditionellen Malen eigentlich immer um eine ganz spezielle Farbmischungsmethode. Wir reden heute ein bisschen über Farbmischung, sprechen aber auch prinzipiell über Basiswasserfarben bzw. Basisfarben sowohl in Gouache als auch in Acryl, die man haben sollte und warum man sie haben sollte und was primäre Basisfarben eigentlich sind. CMYK kennt ihr sicherlich. Also wir haben hier Cyan, Magenta und Yellow, Gelb. Und mit der subtraktiven Farbmischung arbeiten wir ja durch die traditionellen Medien, da wir ja die Pigmente miteinander vermischen und die Pigmente so andere Farbinformationen an unser Auge zurückwerfen. Wenn wir jetzt Gelb und Magenta miteinander mischen, kriegen wir Rot. Wenn wir Gelb und Cyan miteinander mischen, kriegen wir Grün. Und wenn wir ein schönes Magenta mit einem schönen Cyan mischen, kriegen wir Blau. Und das sind dann wieder die RGB-Farben, Rot, Grün und Blau. Und wenn wir die miteinander mischen, kriegen wir Schwarz. Primärfarbe, Sekundärfarbe und ja, wenn du du mischst zwei Primärfarben, du kriegst eine Sekundärfarbe. Und wenn du alle drei Primärfarben miteinander mischt oder eben Sekundärfarben miteinander mischt, erhältst du automatisch eine Tertiärfarbe. Oh Gott, ich kann es einfach nicht aussprechen, ohne zu lispeln. Also tut mir so leid. Das ist eigentlich die Basis der Farbmischung, die man benötigt. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ihr nichts anderes braucht als Gelb, Magenta und Cyan. Das ist nicht ganz richtig, denn perfekte Farbpigmente gibt es so nicht, die wirklich alle Töne ermischen. Zum Beispiel ein schönes Tannengrün ist fast nicht hinzubekommen. Nicht in der Brillanz, nicht in dem knalligen Ton, denn wir mischen Pigmente. Es gibt aber einzelne Farben im Aquarellbereich zu kaufen. Die bestehen aus einem speziell dafür hergestellten Pigment. Sie sind damit quasi reiner. Sie sind damit eine reinere Farbe, ein reinerer Ton. Über Pigmente werden wir auch noch irgendwann reden, wenn ich mich selber gut genug damit auskenne. Jetzt erstmal schnappe ich mir einen meiner neuen Aquarell-Brushes. Ich habe mir endlich mal welche gegönnt, die auch ein bisschen mehr kosten als 1 Euro. Aber auch nur ein bisschen mehr. Und ich gehe jetzt mal gerade in so ein Tannengrün hinein und male das hier unten auf. So. Das ist ein unglaublich schöner, satter, reicher, brillanter, grüner Farbton. Und ja, den kann man ermischen. Auch, aber nicht ganz so. Es liegt daran, dass man Pigmente miteinander vermischt. Hier haben wir ein Reinpigment. Das ist nicht miteinander vermischt. Deswegen kauft man sich spezielle Reinpigmente für seine Aquarellkästen hinzu, gerade im grünen Bereich. Hier haben wir also das Englisch Green Light. Auch das ist so, wie es jetzt hier auf dem Papier ankommt, nicht so einfach zu mischen. Eigentlich nicht wirklich. Zumal, wenn man es dann, auch wenn man sehr viel gemischt hat, wenn man sehr viel Gelb mit ein bisschen Cyan gemischt hat, in den Farbübergängen erahnen kann, dass es eine ermischte Farbe ist. Auch Blautöne sind natürlich sehr gut ermischbar, ne? Also das Spektrum, das Blauspektrum, das Kaltspektrum geht ja sowieso gefühlt noch viel weiter, als man, es ist ja nicht Hälfte-Hälfte, ne? Wir haben hier Warm-Primär, Kalt-Primär, gehe ich gleich noch drauf ein, dann haben wir hier quasi die kalte Seite der Farben, hier haben wir die warme Seite der Farben, aber bei Gelb haben wir noch ganz lange das Gefühl, dass Gelb kalt ist, obwohl es schon in die warme Richtung geht. Deswegen ist es eine schwierige Farbe. Ja, ich nehme jetzt hier gerade mal so ein schönes, schön sattes Blau. Das kann man gut ermischen. Das ist auch nicht so auffällig, weil Blau sowieso immer sehr satt und sehr dunkel und bam, reich als Farbe ist. Reicht es, wenn man Cyan mit ein winziges bisschen Magenta mischt und man hat einen fast ähnlichen Blauton. Aber die Brillanz zu erzielen bei gemischten Farben ist schwierig. Wenn ihr einen günstigen Aquarellkasten besitzt, könnte es schwierig werden. Wobei ich schon sage, dass
Lucas-Arts-Kästen, die sind ja sehr günstig, schon erschreckend gut sind in einem Mischverhältnis. Trotzdem neigen die Farben dazu, muddy zu werden, auch wenn man Primärfarben miteinander mischt, obwohl Primärfarben miteinander nicht muddy werden sollten. Was meint man mit muddy, schmutzig? Was meint man damit? Oh Gott, das hier triggert mich gerade übelst. Da habe ich zu viel Wasser genutzt und es ist da reingeblüht. Muss das kurz korrigieren? So. Was meint man mit muddy, mit schmutzig? Schmutzig ist halt immer das Problem, wenn du nicht zwei reine Primärfarben miteinander mischt, also nicht gelb und cyan oder magenta und cyan oder gelb und magenta, sondern du hast irgendwo noch ein bisschen blau drin und hast aber auch gelb und rot. Weil das passt, wenn ihr diese drei Farben miteinander mischt, und das können wir jetzt gerade mal machen, und wenn wir das Ganze jetzt miteinander mischen, kommt Schmutz raus. Also wenn wir jetzt richtig viel Pigment nehmen, wird das schwarz. Und zwar neutral schwarz. Wenn wir gleich viel Magenta nehmen, gleich viel Gelb und gleich viel Cyan, dann wird das Ganze neutral schwarz. Zumindest bei guten Farbpigmenten einer guten Firma. Hier haben wir wenig Pigment, da kommt dann mehr so eine braune Soße bei rum. Auch das kann bis zu grau werden. Wenn wir jetzt hier an einer bestimmten Stelle, wird es langsam gräulich, weil wir ein perfektes Verhältnis haben. Je mehr, wenn in dem Ton ein bisschen mehr Gelb und Magenta drin sind, sieht es braun aus. Ist ein bisschen mehr Cyan drin, wird es gleich so kaltgräulich oder grünlich-braun. Aber wenn wir alles gleich viel haben, haben wir halt entweder eine Graustufe bis eine Schwarzstufe hinein. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr Farben miteinander mischt, die zum Beispiel noch ein bisschen, also ihr mischt was Gelbes und was Cyanes miteinander, Grüntöne, in diesem Bereich, ihr mischt damit ein bisschen herum. Und dann denkt ihr, ach, ich füge ein bisschen Blau hinzu, aber ihr nehmt ein warmes Blau. In dem warmen Blau steckt ein bisschen Rot. Dann kriegt ihr automatisch ein bisschen Schmutz. Weil wann immer ihr diese drei Farben miteinander mischt, ja, erhaltet ihr Schmutz. Also deswegen ermischt man sich ja auch sein Schwarz unter anderem. Also ich habe gerne ein Schwarz in meinem Aquarellkasten, so ist es nicht, weil ich immer keinen Bock habe, das alles zu ermischen. Dann brauche ich ja meine kleinen Primärfarben. Was machst du da, Gelb? Was tust du da? Das bedeutet, wir müssen uns ein bisschen um die kalte Primärpalette und die warme Primärpalette in dem Moment kümmern. Achtet darauf, dass wenn ihr in Grüntönen herummischt und ihr wollt nichts Schmutziges haben, sondern satte, strahlende, schöne, natürliche Blättergrüntöne zum Beispiel, ja? Dann bewegt euch in dem kalten Bereich. Stellt euch immer dieses Farbrad so vor, bewegt euch in diesem kalten Bereich. Gelb bis, ja, so ist es, glaube ich, ganz, ganz gut dargestellt. Gelb bis Cyanblau, aber Cyanblau und nicht, wie hier unten schon, so richtig schön, so Ultramarinblau, geht über ins Lilane. Ja, das ist auch so ein ganz schönes Beispiel dafür. Ich nehme jetzt eben mal gerade hier das Sonnengrün. Oh, das ist so geil. Oh, guck sich diese Farbe an. Ich habe da wirklich nur dran getippt mit der Pinselspitze und das kommt so viel Pigment runter. Es ist... ein warmes Blau ranlassen. Nehmen wir mal das hier. So. Dann müssen wir doch mal so ein bisschen so einen eher lilanen Ton erstellen. Ich habe kein Lila in meiner Palette, weil ich das immer mische. Also nehme ich ein schmutziges Magenta, ein dunkleres Magenta, ein mehr lilanes Magenta. Das ist kein Primärmagenta. Das wollte ich euch nämlich auch noch zeigen. Ich habe mir nämlich Farben gekauft, die man gerne mit Primärfarben verwechselt. Ja, nur für euch habe ich die gekauft. So. Also wenn wir das jetzt hier miteinander mischen, ne? Dann haben wir zwar einen immer noch schönen Grünton, das sieht man gerade noch so auf dem Bild, aber es geht schon wieder so in Richtung gräulich. Also man muss einfach aufpassen, was man dann da miteinander reinmischt, wo man was miteinander reinmischt. Das kann man alles wunderbar auch nutzen, um eben solche Töne zu erzeugen, um etwas schmutziger zu machen, dann knallig und bunt und satt. Also ich meine, das ist halt die Realität nur im Pflanzenreich und selbst da im Schatten. Schatten ist ja der Ort, da fällt nicht viel Licht hin. Da wird also auch wenig Farbinformation zu uns zurückgeworfen. Schatten ist das, was ja auch oft deswegen keine Sättigung hat. Und wenn ihr Schatten malt und zeichnet und ihr habt warmes Sonnenlicht und alles strahlt warm und hell und schön und bäm und reich, dann ist der Schatten oft besonders kalt. Und er wirkt für unsere Farbempfindung sehr kalt und sehr farbentsättigt. Auf Fotos sieht man das ganz deutlich, wenn man da eine Farbkurve dreht, dass da im Schatten wenig Farbinformation ist. Weil da ist ja kein Licht, das diese Farben darstellen kann. Ne? Wir haben ja eben diese Farbmischmethode, weil Licht so funktioniert. Die physikalische Lehrmethode sollte man ja eigentlich auch im Physikunterricht gelernt haben. Das Oberflächenbeschaffenheiten, ne? Und hier sind es ja die Pigmente, die das machen, bestimmte Lichtinformationen zurückwerfen, reflektieren oder eben nicht reflektieren, verschlucken. Und Schwarz verschluckt ganz viel Licht. Weiß wirft alles Licht zurück. Gelb wirft halt das gelbe Licht zurück. Und Magenta wirft halt das magentafarbene Licht zurück. Und Blau
wirft, also Cyan wirft halt in dem Fall das cyanfarbene Licht zurück. Und das ist halt, ne, die Aufspaltung des Regenbogens in einem Prisma. Das solltet ihr eigentlich in Physik alle gemacht haben, hoffe ich zumindest. Wenn ihr das nicht so bewusst in euren Gedanken habt, dann vielleicht jetzt dadurch. So ist es halt, wenn der Schatten, da ist halt wenig Information für uns, die zurückgeworfen wird, weil da ist halt kein Licht. Und wenn ihr das ermischt in eurer Palette, dann kann es halt sehr hilfreich sein, dass man sich, wenn man jetzt hier zum Beispiel, ich nehme jetzt mal hier, haben wir hier ein Braun? Ja, das ist ein schönes Braun. Male jetzt mal einen Baumstamm, okay? Wir sind jetzt mal ganz, ganz lame hier. Ich male jetzt einen Baumstamm, hier so ein paar Ästchen hin, zack, 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 zack. Und ich will jetzt einen schönen, warmen Sonnenbereich darstellen. Dann nehme ich durchaus eine kleine Spitze voll mit Gelb und mische die in diesen Bereich mit ein. Na, ich würde dann in die Seite, die der Sonne zugewandt ist, die schön knackig leuchtet, schön im warmen Sonnenlicht steht, einfach ein bisschen mehr Orange, oh, ich liebe es, das Wort so auszusprechen, Orange mit einarbeiten. Damit diese Seite einfach aussieht, als wäre sie ja mehr vom Licht durchflutet. Und dann nehme ich mir mal... Zu viel Rot, jetzt ist lila. Sondern ein ganz spannender Faktor ist, welche Farben sich gegenseitig neutralisieren. Letzten Endes ist es halt so, warm neutralisiert kalt, kalt neutralisiert warm. Und da gibt es die Farben, die sich auch im Farbkreis gegenüberliegen, die sich gegenseitig halt dann ausneutralisieren. Grün, hier ist grün, gegenüberliegendes Rot. Die Farben neutralisieren sich dann quasi gegenseitig. Gelb gegenüberliegend ist jetzt hier violett. Die neutralisieren sich gegenseitig aus. Wir können auch gerne noch über Komplementärfarben reden, aber das ist so ein Ding für sich, weil das sehr viel mit Farbpsychologie zu tun hat und nicht so unbedingt mit der Physik dahinter. Es gibt viele verschiedene Farbkreise. Farbkreise, die auf Basis der Farbpsychologie aufgebaut sind und Farbkreise, die auf der Basis der physikalischen Begebenheiten sind. Also symmetrische Farbkreise und nicht so symmetrische Farbkreise. So, und jetzt würde ich den Schatten halt hier, da kann sogar noch ein bisschen mehr Blau rein, weil das spannender ist. Den Schatten würde ich jetzt halt hier unbedingt halt bläulich darstellen. Also die Idee ist halt auch die psychologische Farbwahrnehmung auszunutzen. Manchmal ist das Licht gar nicht so gelb, wenn es auf ein Haus fällt und der Schatten ist gar nicht so blau, den man dahinter sieht. Aber unsere Augen nehmen das so stark im Kontrast wahr. Und wenn man etwas malt in einem Bild und man will diesen Effekt dessen, was man sieht, nachahmen, dann muss man halt auch auf die Farbpsychologie eingehen. Deswegen werden wir das auch nochmal vertiefen. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Das machen wir dann einfach in einem anderen Video. Und ja, das ist jetzt nur ganz grob, um zu veranschaulichen, wozu solche Farbmischungen denn gut sind. Wieso sollte ich denn verstehen? Ich kann ja einfach die Farbe nehmen und ich sehe die Farbe, aber es ist wichtig zu verstehen, warum meine Farbe mal warm aussieht, mal kalt aussieht. Was macht die Farbe so kalt? Selbst wenn warmes Sonnenlicht auf bestimmte Blätter fällt, wirken sie kalt, weil einfach so viel Blauanteil in dem Blatt ist, dass so viel von dieser Wärme verschluckt wird, weil die sich ausneutralisieren, die Farben. Sonnenlicht, je nach dem Sonnenstand am Himmel, hat eine unterschiedliche Farbe, weil das Licht in unserer Atmosphäre anders gebrochen wird. Abendlicht ist wunderbar weich und macht die Haut immer eine wunderschöne Farbe. Es liegt daran, dass halt unsere rosane Farbe der Haut dann besonders geschmeichelt wird durch die Brechung des Abendlichts in einem kurzen Spektrumbereich von so einer Dreiviertelstunde, die für mich als Fotograf, wenn ich Hochzeiten fotografiert habe, essentiell wichtig war. Fotografen sind nicht umsonst Lichtmaler. Wir arbeiten ja damit, mit den Lichtverhältnissen, mit dem Verständnis für die Lichtverhältnisse, diese eben darzustellen. Auch sie oft so darzustellen, wie sie in der Realität nicht sind. Und das Problem ist, wir nehmen mit dem Augen oft Dinge anders wahr, als sie in der Realität sind. Das ist das Schöne beim Malen. Beim Malen könnt ihr die Dinge von vornherein so darstellen, wie ihr sie wahrnehmt. Manchmal nehmen wir Dinge super sättigend und farbig und reich und bäm wahr, aber auf einem Foto sehen die überhaupt nicht so aus. Oder man sieht mit seinen Augen eine Diagonale in einem wunderschönen Wald zwischen den Baumstämmen und versuchst es zu fotografieren, kriegst du diese Tiefenunschärfe gar nicht richtig hin, weil das Auge fokussiert ganz anders. Das Auge zieht sich Details anders heraus. In der Malerei kannst du diese herausarbeiten. Aber es ist dann auch wichtig, die richtige Sprache zu sprechen, zu verstehen, wie das Licht realistisch funktioniert und dann ein bisschen diesen surrealistischen Faktor einzubauen, den unsere Wahrnehmung mit sich bringt. Farbpsychologie und Bilderpsychologie ist dann auch ein ganz spannender Faktor. Nun ja, also was ihr euch gerne zulegen könnt, ne? Zum Beispiel hatte ich ja von Daniel Smith diese warme Primärpalette und die kalte Primärpalette. Die gibt es zusammen, das sind 6 Farben, das sind 6 kleine Typchen. Hatte ich euch ja beim Unboxing gezeigt, da habe ich mir eine kleine Farbpalette mitgemacht.
Und da muss man sich halt im Klaren drüber sein, dass ihr beim Mischen ein bisschen aufpassen müsst, welche Farben ihr miteinander mischt, damit es nicht schmutzig wird. Also ihr könnt aus dem warmen Gelb und dem kalten Blau nicht so ein schönes, strahlendes Grün herstellen wie aus dem kalten Gelb und dem kalten Blau. Auch, also das ist noch sehr kühles Blau hier, das könnte noch klappen, dieses warme Blau mit dem kalten Gelb. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir schauen einfach mal, was die Unterschiede sind. Ich schiebe das jetzt gerade mal alles ein Stück nach oben. So, komm mal hier, meine kleine Farbpalette. Muss jetzt mal hinhalten. Also, wir nehmen jetzt das kalte Gelb. Wir setzen hier einen Klecks damit hin. So. Wir nehmen das dazugehörige kalte Blau. Wir setzen den Klecks hier hin. Und wir mischen das jetzt ein bisschen. Also erstmal kommt ein sehr riches, bitches, cooles Grün raus. Wenn wir jetzt wieder mehr Gelb nehmen. Ja, wird sehr schön. Ist ein sehr schönes, nicht schmutziges, sehr vibrantes Grün. Es ist nicht, also ihr seht, der Unterschied zu dem, das englische Grün ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist halt immer neutraleres Grün, das English Green, aber es kommt im Bereich English Green rein. Man muss deswegen English Green Light nicht unbedingt kaufen, aber ich liebe English Green. Englisches Grün ist eine schöne Farbe, ich habe die gerne in meiner Palette. So, jetzt nehmen wir mal dieses Warmgelb, das fast schon orange ist, aber es ist noch Warmgelb. Es ist so ein bisschen Dottergelb, würde ich es jetzt nennen. So laienhaft. Und wir mischen das mit dem kalten Blau. So. Also erstmal kommen wir jetzt schon wieder in den Bereich Tannengrün. Und das macht ja das Tannengrün auch aus. Das ist ja dieses etwas schmutzigere Grün, tiefe Grün, mit einer Farbgewalt, die sehr, sehr dunkel wird. Wir kriegen hier nicht ganz diesen, ja, soll ich sagen, Es ist schwierig zu erklären. Dieser dunkle Waldcharakter. Man kann den Wald riechen. Wenn ihr diese Farbe auftragt, riecht ihr den Wald. Ich spüre den Wald in meiner Farbpalette. Ich spüre ihn total. Man muss sich im Klaren darüber sein, ne? Wenn ihr grüner mischt, was damit was passiert. Jetzt nehmen wir das Kaltgelb. Also hier haben wir ein bisschen Platz. Kaltgelb, das Kaltgelb. So, und wir nehmen das Warmblau. Mal hier hin. Und wir erhalten ein schmutziges Grün. Das ist schön, das ist mehr so Olivgrün, Sumpfgrün, Schmoddergrün, Popelgrün. Braucht man auch. Aber ihr müsst euch im Klaren darüber sein, wenn ihr das Grün haben wollt, dann dürft ihr halt einfach auch nur in der kalten Palette bleiben. Wenn ihr so ein, ne, das ist je nachdem, welche Verhältnis man hat. Da wäre ja Grün, wir haben ja im Grün immer einen ziemlich hohen Gelbanteil oft, weil da oben im Farbkreis sieht man ja das Gefühl, wann Grün anfängt, ist schon viel vorher, obwohl wir eigentlich noch im Gelbbereich sind. Grün nimmt überhaupt einen ziemlich großen Platz ein im Farbkreis. Psychologisch größeren Platz. Physikalisch nicht. Das ist Grün endet an dem gleichen Punkt. Aber wie wir Grün wahrnehmen, das geht noch bis ins Cyan hinein. Da ist es eigentlich schon Cyan und wir sagen, das ist aber Grün-Blau. Das ist aber Cyan. Eine Primärfarbe und was ganz Eigenes und hat überhaupt nichts mit Grün zu tun. Aber ja. So ist es halt. So, jetzt nehme ich mal das Warme. Und eigentlich widerspricht sich Warm schon mit Grün. Also, weil Grün ist auf der kalten Seite des Farbkreises. Und dann nehmen wir jetzt das warme Gelb und das warme, ja, das ist halt mehr, seht ihr, da kommt jetzt mehr eine Tertiärfarbe bei rum, weil einfach so viel Rotanteil in den beiden warmen Farben ist. Sieht man das hier unten noch ganz gut. Ich bring's mal nach hier oben. Es ist grün, aber es könnte auch Babydurchfall sein. Der ist ja, weil die haben ja noch einen schnellen Stuhlgang und so, das ist dann Durchfallgrün. Durchfallgrün. Kennt ihr Durchfallmann? Ist super witzig, einfach mal googeln. Ein bisschen eklig, nicht dabei essen, aber so ein Zeichentrick-Animationsding. Ja, das gleiche gilt natürlich für andere Farbmischungen im Lila-Bereich. Ja, die Lila-Töne werden anders. Wenn da viel Gelb drin ist, ist das für Lila schwierig, weil da ist Gelb, da ist Lila. Und wenn viel Gelb anteilig ist in die Farben, die ihr mischt, zum Beispiel Rot nehmt, ja, wir nehmen Rot, um Lila zu ermischen. Da ist Gelbanteil drin. Dann Rot mischt sich aus Magenta und aus Gelb. Also hier im Farbkreis. So. Und wir nehmen jetzt, ne, wir haben halt, und wir versuchen da ein Lila draus zu machen. Ist nicht so schön. Ist nicht so schön. Das hatte ich ja auch als Beispiel genommen, ein bisschen noch, als wir die roten und blauen Farbpartikel gemischt haben, der unterschiedlichsten Firmen.
also die unterschiedlichsten Farben der Firmen miteinander gemischt haben und das auf verschiedenen Papieren. Also das Video verlinke ich euch auch nochmal oben. Da wollte ich ja, habe ich ja gesagt, es muss ein schmutziges Lila bei rumkommen. Eben deshalb muss ein schmutziges Lila bei rumkommen. Ich habe zwar auch sehr, ich habe versucht, von allen Firmen ein sehr magentalastiges Rot zu bekommen. Es ist halt immer sehr schön. Wenn ich die Primärfarben miteinander mische, weiß ich, dass ich geile Farben dabei rumbekomme. Aber wenn ich halt warme Primär- oder kalte Primärfarben mische und ich breche mit diesem Farbkreis, dann weiß ich, dass da irgendwo ein bisschen was Schmutziges dabei sein muss. Und dieses Schmutzige sagt mir dann oft, wie qualitativ hochwertig die Farben sind. Wenn zum Beispiel die Primärfarben schon schmutzig sind, dann stimmt da was definitiv nicht. Also kalte Primärfarben oder warme Primärfarben miteinander schmutzig erscheinen, je nachdem, was man da miteinander mischt. Aber es ist halt einfach so, ihr könnt nicht erwarten, ein Lila zu bekommen, das zur kalten Seite schon fast dazugehört mit. Also es geht in die kalte Richtung rein, das ganz fern von Gelb ist. Ganz fern von Gelb ist. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr das mit einer warmen Palette mischen könnt. Deswegen entweder, also ich sage, ihr braucht eigentlich nur diese 6 Farben erstmal als Aquarellanfänger. Und da kann man sich auch was leisten. Also ehe ihr dann 17, 15, 10 Euro ausgibt für Aquarellfarben, die tonnenweise Aquarellfarben haben und kommt dann nicht mit klar, kauft euch lieber halt, investiert 20 Euro in und dann halt Einzeltypchen. Es gibt schon Firmen, da kostet so eine einzelne kleine Pfanne hier, kostet dann halt teilweise 1 Euro oder 2 Euro. Und dann holt ihr euch kalte und warme Primärfarben. Jede Firma hat eine Information darüber, jede gute, qualitativ hochwertige Firma, welche Primärpigmente sie benutzen und welche ihrer Farben Primärfarben sind. Ja, hier zum Beispiel habe ich mir extra die 3 Primärfarben als Näpfchen gekauft, damit ich die halt immer sofort griffbereit habe. Und ich habe ein Farbäquivalent dazu geholt, das halt nicht unbedingt direkt eine Primärfarbe ist. Also ich kann es euch zum Beispiel mal zeigen. Dieses Magenta ist jetzt dieses Magenta hier, aber ich habe auch noch ein anderes Magenta. Die sehen sich sehr ähnlich. Die sehen sich wahnsinnig ähnlich. Aber da ist so ein winziger, kleiner Tupfen-Lila-Anteil drin. Das sieht man sehr schwach nur, aber es ist so. Ihr könnt auch andere Farben nutzen, die fast Primärpigment sind, aber im Idealfall nehmt ihr halt das, was in der Firma als Primärpigment gesagt wird. Und was ganz viele Leute einen Fehler machen, auch wenn ich es gerne in meiner Palette immer habe, weil ich es liebe, ist einfach, und die sind immer so schön deckend und so schön cremig. Das hier ist quasi so ein cremiges Cyan, ja? Das kommt ja schon sehr an das Primärcyan ran, aber es kommt nur ran, es ist ein Primärcyan. Und das ist auch mit einem kreidigeren Pigment gemacht. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu nah drauf eingehen, was die Unterschiede sind. Aber achtet darauf, man kann die oft miteinander verwechseln. Cyan ist nicht gleich Cyan. Zum Beispiel sieht das Cyan überhaupt nicht Cyan aus. Das sieht fast, also auf der Kamera sieht es schwarz aus oder dunkelblau. Und dann kommt so ein Cyan raus. Und wenn ihr nur ganz wenig nehmt, hier, dann habt ihr halt wirklich diesen neon-ähnlichen Cyan-Look. Ja? Letzten Endes könnt ihr euch das immer anhand der Neonfarben ein bisschen merken. So Neongelb, Neonmagenta und Neoncyan ist halt das, was rein lichtmäßig rausstrahlt. Deswegen gibt es diese Neonfarben ja auch als Neonleuchten. Und deswegen leuchten sie ja auch so farbgewaltig, weil es quasi die Primärfarben sind. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ich habe ja versucht, es für den Laien auszudrücken. Sagen wir es einfach so. Wenn ihr schon Aquarellfarben habt, und ihr habt euch mal Typchen gekauft oder ihr habt halt einfach einen Kasten, bei dem die ganzen Farbtöne nicht ordentlich gekennzeichnet sind. Probiert das einfach mal aus. Macht euch genau so ein Blatt und versucht herauszufinden, was die Primärfarben sind. Das könnt ihr ganz einfach testen, indem ihr die Gelbtöne mit den Blautönen mischt und ihr seht dann halt quasi ähnliche Ergebnisse, wie wir sie hier unten haben. Und könnt dann sehr schnell herausfinden, anhand der Mischmethode, was davon eher in die Primärfarben hineingeht. Denn wenn ihr wirklich satte, reiche Farben haben wollt, die eben nicht annähernd schmutzig wirken, gerade bei der Malerei von Blumen, dann müsst ihr mit den Primärfarben arbeiten. Oder ihr habt halt Pigmente, die schon perfekt dafür gemischt sind. Aber man braucht halt gar nicht mal so viele Farbpigmente, so viele unterschiedliche. Bei dem Mischen von Pigmenten ist halt da dementsprechend auch ein bisschen Vorsicht geboten, da es halt eben immer eine Mischung aus 2 Pigmenten ist. Wenn eins davon nicht lichtstark ist, dann fehlt euch diese Farbe irgendwann. Ihr kennt das vielleicht, wenn Fotos ausgeblichen sind. Fotos sind ja auch auf Papier, wenn ihr sie ausdruckt, mit der subtraktiven Farbmethode gemacht. Und wenn dann dort das Gelb da drin nicht sehr haltbar ist und das Gelb irgendwann verschwindet, dann habt ihr zum Schluss halt nur noch so ein komisches rosa-blaues Bild übrig. Oder umgekehrt. Ja, das kennt der ein oder andere von euch. Warum bleichen Dinge aus und haben dann andere Farben? Das liegt daran, dass denen einfach die Farbinformation, das Pigment verschwindet. Das Pigment ist nicht lichtstark genug, das Pigment ist nicht in der Lage genug, das Sonnenlicht
zerstört das Pigment mehr oder weniger. Das Licht oder die Zeit zerstört das Pigment. Chemie zerstört das Pigment. Sauerstoff zerstört das Pigment. Und ja, da haben es Maler heutzutage einfacher. Sie können ihre Bilder abfotografieren und einscannen. Aber ja, es ist halt so ein Ding, was ihr miteinander mischt, entscheidet halt auch über die Qualität. Und dann kann man sich lieber, wenn man zum Beispiel immer wieder Tannengrüner mischt, ist halt Quatsch, dann kann man sich halt einfach auch Tannengrün kaufen, weil das ist eine Farbe, die man viel braucht. Genauso wie English Green. Weil man sich Grün ja eben immer ermischen muss und das immer viel Zeit braucht. Eventuell ist es sinnvoll, sich zwei Grüntöne zu holen, die aus unterschiedlichen Farbbereichen kommen. Einmal aus dem kalten Bereich, einmal aus dem warm-kalten Bereich. Haben wir ja gesehen, ne? Wir haben ja warmes Gelb mit kaltem Blau gemischt und es kam fast Tannengrün raus. Also haben wir diese Grünbereiche. Und das andere, das schmutzige Grün, das kann man immer mischen. Also es gibt auch wunderschönes Olivgrün. Gibt es auch eine ganz tolle Farbe, aber die ist immer ein bisschen cremiger und deckender, weil sie anders hergestellt wird. Jetzt habe ich ganz lange darüber geblubbert und ich weiß gar nicht, ob mich das großartig interessiert hat. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich habe mich in den letzten Monaten damit beschäftigt. Ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Videos über diese Informationen auf YouTube. Ich werde euch mal zum Thema Farben und kreativ mit Farben arbeiten, die, wie ich persönlich finde, interessantesten verlinken. Ja, und ansonsten braucht ihr eigentlich auch nur nach Farbenlehre suchen. Das wird auf YouTube sehr oft erklärt. Da gibt es sehr viele Tutorials zu. Ich habe jetzt alles, was ich so für mich selbst herausgefunden habe und alles, was ich aus dem Physikunterricht herausziehen konnte, hoffentlich einigermaßen sinnig erklären können. Bitte korrigiert mich wieder, wenn ich irgendwelchen Mumpitz labere. Einmal habe ich mich, ich hatte mich bei einem Video, wo wir darüber geredet haben, versprochen, was die kalten und was die warmen Farben angeht. Da waren gleich alle getriggert. Sorry, habe ich nicht gemerkt beim Cutten. Bin anscheinend ein bisschen dusselig. Ja, so ein Blatt ist dann übrigens auch schön, um es in sein Arbeits- und Skizzenbuch einzuheften, weil man sich dann so immer daran erinnern kann. Und Farbkreise malen macht auch wahnsinnig viel Spaß, denn es sind Regenbögen. Und wer mag bitte keine Regenbögen? Gut, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.